Hallo, herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog. Service, Nachrichten und Praxiswissen zu E-Mobilität für Elektroautofahrer und Interessierte. In diesem Video geht es darum, dass Tesla offensichtlich ein heiliges Versprechen gebrochen hat, nämlich das kostenlose, lebenslange Superchargen für bestimmte Fahrzeuge. Ich zeige euch, wie die aktuelle Situation ist und was du machen kannst, um, ich sag mal, die Beweise zu sichern. Dann gibt es ein Update zum Reichweitenreduzierungsproblem bei älteren Teslas und du kriegst eine Information über die Service Center, die sehr wichtig für dich ist, denn diese kannst du nicht mehr so wie bisher behandeln bzw. wirst nicht mehr so wie bisher behandelt und das solltest du wissen, bevor du unnötig Geld zahlst. Auf geht's zu den Details. Was ist passiert? Um den Gebrauchtwagenmarkt im Blick zu haben, schaue ich mir natürlich immer wieder mal die Gebrauchtwagen bei Tesla an. Und in letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass es nicht mehr das kostenlose Superchargen gibt. Hier bei so einem Model S 75D aus 2017 ist das noch keine so große Überraschung. Aber die Grenze war ja im März 2017 bei den meisten Fahrzeugen. Wenn wir uns aber jetzt so ein 2016er Modell angucken, vor Facelift, dann ist es schon sehr wahrscheinlich, dass das eigentlich an das Fahrzeug gebundene, kostenlose Superchargen hat. Das ist aber bei keinem Fahrzeug mehr der Fall. Es sieht also so aus, ihr könnt euch natürlich vorstellen, wenn man Tesla fragt, kriegt man keine offizielle Antwort, denn im Moment kriegt man ja sowieso keine Antwort. Dementsprechend sieht es so aus, als ob Tesla das kostenlose Superchargen, welches an das Auto gebunden ist, abgeschafft hat. Um es nochmal ganz deutlich zu sagen, das gilt aktuell nur für die Gebrauchtwagen, die von Tesla verkauft werden. Aber es könnte natürlich sein, dass das auch im System dann verändert wird. Und insofern ist es natürlich ein Punkt, den du mit berücksichtigen musst. Das ist natürlich für all diejenigen, die ein entsprechendes Fahrzeug haben, ein echter Wertverlust, der, wenn du das Auto jetzt verkaufen willst, sich natürlich auch im Verkaufspreis niederschlägt. Bisher ist es so, dass gerade das kostenlose Superchargen ein sehr gutes Verkaufsargument ist und deutlich höher eigentlich eingeschätzt wird vom Wert her, als es in der Praxis wirklich ist. Denn zum Beispiel ich mit meinem extremen Langstreckenfahrprofil zahle so ungefähr 90 Euro pro Monat nicht für das Superchargen. Also das heißt, 90 Euro kriege ich hier entsprechend durch das kostenlose Superchargen erstattet. Wie kannst du dich jetzt schützen, wenn du ein entsprechendes Fahrzeug hast? Ganz wichtig, geh in dein Tesla-Konto rein und dann unterhalb deines Tesla-Fahrzeugs bzw. klickst du auf Verwalten, kannst du dann sehen, was hier steht. Bei mir steht jetzt natürlich Schnellladen und Superchargen, dass ich unlimitiertes Superchargen für mein aktuelles Tesla-Fahrzeug habe. Bei dir müsste dann stehen, dass das anders Fahrzeug gekoppelt ist. Das solltest du dir auf jeden Fall sichern, also einen Screenshot davon machen. Denn Tesla ist mittlerweile so drauf, dass sie dann einfach sagen, so nach dem Motto, ja, können sie das denn beweisen, dass ihr Auto mal lebenslanges, kostenloses Superchargen hat oder nicht? Und dann sagst du, ja, kein Problem, hier habe ich ein Foto und dann kannst du ihnen das entsprechend zeigen. Also das heißt, wenn du ein Fahrzeug hast, solltest du auf jeden Fall, ich sage jetzt mal, die Beweise sichern, denn im Moment ist es so, dass Tesla hier sich sehr stur stellt in vielen Sachen, um Kosten zu sparen. Das erstmal vorab für dich die wichtigste Info. Ich möchte jetzt gerne nochmal so ein bisschen einen größeren Kreis, einen größeren Rahmen spannen, denn was mir natürlich wichtig ist, ich werde ja von einigen als Tesla-Fanboy, von den anderen als Tesla-Hater beschimpft oder bezeichnet. Mir geht es darum, ich fahre einen Tesla, ich liebe dieses Produkt. Es ist nach wie vor für mein Fahrprofil einfach keine Alternative da. Das heißt, ich werde auch selbst unter den entsprechenden Rahmenbedingungen, auf die ich gleich nochmal ein bisschen näher eingehe, durchaus wieder einen neuen Tesla kaufen, weil es einfach für mich keine Alternative gibt. Aber ich bin eben halt nicht so blind, dass ich alles, was Tesla sagt, tut und macht, gutheiße, sondern ich sehe das immer halt möglichst differenziert oder so objektiv wie möglich. Natürlich ist bei mir auch immer ein gewisser subjektiver Part mit dabei, das kann ich nicht verhindern, denn mich nervt das natürlich auch, dass ich zum Beispiel jetzt seit dem 13.03. einer fehlenden Rechnung hinterher oder einer falschen Rechnung hinterher renne und bei Tesla keine erreiche. Und das ist natürlich dann immer schwierig, das Ganze so objektiv zu sehen. Nichtsdestotrotz, das ist also das Wichtige zum Gratis-Superchargen, wenn du ein Auto hast,
an das das gebunden ist. Sehr wahrscheinlich ist das, wenn du das vor dem 3., also vor dem März 2017 gekauft hast, der Fall. Dann solltest du auf jeden Fall das Foto machen. Mach am besten auf jeden Fall hier ein Foto von dem Bildschirm, denn ich habe in letzter Zeit häufig erfahren müssen durch meine Zuschauer, dass Tesla hier sagt, ja, die können sie das beweisen, dass sie zu dem Preis das bestellt haben. Und wenn dann immer halt irgendwelche Probleme im Bestellprozess stattgefunden haben, sodass der Originalpreis genommen wurde und nicht der angekündigte und du hast das nicht bewiesen, dann musstest du den zahlen. Also insofern ganz wichtig sichern. Dann habe ich noch ein Update für euch zum Thema Reduzierung der Reichweite. Ich habe ja dazu ein extra Video gemacht. Das werde ich auch nochmal hier verlinken, dass ihr das Video euch nochmal anschauen könnt, wenn ihr das Thema nicht wisst. Ganz grob gesagt ist es so, dass bei den S85 Akkus, also den alten Akkus, die in dem Vorfacelift-Modell verbaut worden sind, die Reichweite deutlich reduziert worden ist. Das heißt, ursprünglich, als die Akkus neu waren, hatten sie so eine Reichweite um die 400 Kilometer. Teilweise ist es so, dass sie jetzt eine Reichweite von 300 Kilometern haben. Also wirklich deutliche Reduzierung. Und zusätzlich ist auch noch die Ladeleistung erheblich reduziert worden. Also wir reden hier von Werten so um die 70 kW im Vergleich zu in der Spitze früher 120. Also das heißt, das Auto, so wie die Eigentümer es bisher kannten, ist nicht mehr wiederzuerkennen. Im Moment verdichten sich die Hinweise darauf, es gibt also schriftliche Äußerungen von Tesla-Mitarbeitern, dass diese Reduzierungen aufgrund zu viel oder zu häufigem DC-Laden entstanden sind. Hierzu muss man wissen, sowohl am Supercharger als auch am Ionity-Lader oder eben halt auch langsam mit CHAdeMO-Adapter, alles zählt bei DC rein. Das heißt, wenn du keinen alten 85er Akku hast, sondern einen anderen Tesla fragst, fährst nochmal ganz wichtige Bitte an dich, überleg dir jedes Mal ganz genau, musst du DC laden oder geht es anders? Denn DC-Laden führt, so wie es im Moment aussieht, dazu, dass irgendwann deine Reichweite und deine Ladeleistung reduziert wird. Ich weiß, wie das bei mir am Anfang war. Ich habe mich über jede kostenlose Supercharger-Nutzung gefreut, habe das teilweise auch gemacht, als es nicht unbedingt erforderlich gewesen ist, was ich was zum Beispiel zum Tesla-Treffen gefahren, zum Supercharger hingefahren, geladen. Und natürlich dann so hingefahren, dass ich da möglichst leer ankam, mache ich alles nicht mehr, sondern ich lade nur noch am Supercharger an DC, wenn es wirklich erforderlich ist. Das solltest du also auch bei der Model 3 bedenken oder bei allen anderen Tesla-Fahrzeugen, dass das dazu führen kann, dass irgendwann deine Reichweite geringer wird und auch die Ladeleistung reduziert wird. Und das Ungünstige bei Tesla ist eben halt die fehlende Kommunikation. Kommen wir zur Kommunikation. Was ist Fakt? Aktuell ist es so, Tesla ist nicht mehr telefonisch erreichbar, was den Service angeht, nicht mehr per E-Mail. Du kannst nur noch über die App bzw. über das Tesla-Konto vorgehen. Wobei ich muss sagen, über das Tesla-Account hier im Browser habe ich auch nicht jemand erreicht, aber man kann eben halt Servicetermine über die App machen. Ansonsten hast du keine Möglichkeit, gerade Kontakt mit Tesla aufzunehmen, es sei denn, du gehst direkt zum Service Center und da siehst du natürlich noch die Mitarbeiter, mit denen du dann sprechen kannst. Ja, was hat sich im Service Center geändert? Das ist auch ganz wichtig für dich, wenn du einen Termin vereinbarst. Das Service Center ist nicht mehr dieser Bereich, in dem Service im Vordergrund steht, sondern es ist von einem Non-Profit zu einem Profit-Center geworden. Das heißt, das Service Center muss jetzt Geld verdienen. Es muss jetzt das Geld verdienen, was es ausgibt. Das bedeutet für dich, dass Garantieleistungen, die früher oder beziehungsweise Leistungen, die früher unter Garantieleistung gefallen sind, nicht mehr erbracht werden. So ist zum Beispiel einem Zuschauer das passiert, dass er gesagt hat, hier irgendwas stimmt mit meinem Auto nicht. Seit Monaten wird kein Update mehr gemacht von der Software. Dann haben sie gesagt, ja, kein Problem, können wir gerne machen. Und dann die Rechnung aufgemacht, 300 € soll er dafür zahlen, dass das Software-Update gemacht worden ist. Und dann hat er noch den Tipp bekommen, du kannst das Auto auch ins WLAN packen, dann werden die Software-Updates automatisch gezogen. Oder wenn du wissen willst, wie deine Akkugesundheit ist, kostet das, soweit ich weiß, 85 €. Das heißt, alles, was früher so mal für einen Blick nebenbei gemacht wurde, kostet jetzt Geld. Oder beziehungsweise, wenn du sagst, mit meinem Akku stimmt was nicht, so wie jetzt bei den 85er Akkus, die haben dann gesagt, okay, ich habe jetzt plötzlich noch 300 Kilometer Reichweite, wie kann das sein? Haben sie gesagt, okay, können wir gerne einen Akku auslesen und wenn es allerdings kein Garantiefall ist, dann müssen sie dafür zahlen. Und dann musste derjenige dafür zahlen.
Das heißt, du solltest ganz genau darauf achten, was du in Auftrag gibst. Frag vorher, ob das was kostet. Und wenn du nicht bereit bist, die Kosten zu zahlen, dann musst du immer halt gucken, ob du es zum Beispiel in einer anderen Werkstatt machst oder was ich was in Dienstleister dir besorgst, der zum Beispiel den Akku ausliest oder dergleichen tut. Was bedeutet das jetzt für dich, wenn du einen Gebrauchtwagen kaufst? Es ist noch wichtiger, dass du wirklich genau alles an diesem Auto prüfst, sei es jetzt der Akku, damit du sehen kannst, wie viel DC ist geladen worden und die Wahrscheinlichkeit einschätzen kannst, wann es dazu kommen könnte, dass die Ladeleistung reduziert wird, beziehungsweise die Reichweite. Es ist allerdings auch so, das muss ich auch nochmal ganz deutlich sagen, dass dieses Problem mit den 85er Akkus nicht nur Fahrzeuge, bei denen man sagt, okay, ist kein Wunder, der hat mehrere hunderttausend Kilometer gefahren, dass das jetzt reduziert worden ist, sondern es betrifft wirklich die Fahrzeuge, die einfach häufig am DC geladen haben. Und da sind dann auch Fahrzeuge dabei, die vielleicht nur 60, 70 oder 80.000 Kilometer runter haben, aber eben halt häufig am Supercharger oder entsprechend am DC gehangen haben. Also das heißt, wenn du einen gebrauchten Tesla kaufst, hol dir die Hilfe. Ich weiß, viele wollen das Geld sparen. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel oder Tobi oder andere euch dabei unterstützen, kostet das Geld, dass man gerade wenn man gebrauchten Tesla kaufen will, vielleicht nicht ausgeben möchte. Aber ohne die Prüfung des Akkus würde ich keinen gebrauchten Tesla mehr kaufen. Denn du bist dir nicht sicher, wie viel Reichweite er dann wirklich haben wird und wie die Ladeleistung ist. Wenn du das weißt, kannst du ja selber beurteilen, ob du ihn denn noch haben möchtest oder nicht oder zu welchem Preis. Das ist ja alles kein Problem, denn es ist kein kaputtes Auto, sondern es ist ein Auto mit anderen Leistungsdaten, als du erwartet hast. Ja, das ist die Grundsituation. Offensichtlich ist auch bei bisher an den Fahrzeugen fest verbundene Supercharger-Nutzung nicht mehr da. Das heißt, Beweise sichern. Das Service Center ist jetzt ein Profit Center. Frag ganz genau nach, was kostet, damit du nicht von irgendwelchen Kosten überrascht wirst. Und erwarte auch nicht zum Beispiel solche Sonderleistungen wie früher. Da wurde dann wegen des gelben Rands am Display das Display inklusive Rechner getauscht. Das machen sie auch nicht. Da gibt es jetzt so einen Reparatursatz. Also das heißt, es hat sich wirklich viel verändert. Wenn du ein altgedienter Tesla-Kunde bist, sei nicht überrascht. Das Service Center kann nicht mehr so dir helfen, dich unterstützen wie bisher. Das liegt nicht an den Mitarbeitern. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass diese ganze Situation jetzt nicht an den Mitarbeitern vor Ort hängt, sondern es ist einfach ein grundsätzliches Problem, nämlich Kosteneinsparung und ein strukturelles Problem. Man hat einfach die Mitarbeiteranzahl nicht erhöht, obwohl hier die Kundenzahl sich mehr als verdoppelt hat mittlerweile durch das Model 3, denn wir hatten Ende April war das glaube ich 7.400 Model S. Wenn man sich die Verkaufszahlen vom Model 3 anschaut, dann sind wir da schon fast drüber. Dementsprechend sind deutlich mehr Kunden und dementsprechend hast du jetzt hier eine ganz andere Situation. Würde ich trotzdem einen Tesla kaufen? Ich hatte es am Anfang schon gesagt, ja, ich würde ihn kaufen, weil es für das Geld, für die Leistung einfach keine Alternative auf der langen Strecke gibt. Und wenn ich weiß, was ich erwarten kann, dann bin ich auch nicht enttäuscht. Denn Enttäuschung heißt ja, man ist oder hat das Ende der Täuschung erlebt. Und dementsprechend, wenn du einen Tesla kaufst, kannst du davon ausgehen, dass das Elektroauto super funktioniert, wenn du erstmal vielleicht so ein, zwei Auslieferungsmängel beseitigt hast lassen, wird er super funktionieren in der Regel und dann wirst du auch mit dem Service keine Probleme haben. Aber bis alles passt, wird das ein bisschen stressiger sein, aber wie gesagt, das Auto ist es wert. Ja, soweit meine Einschätzung. Wie sind eure Erfahrungen? Ich höre natürlich auch viel über E-Mail, aber freue mich natürlich, wenn ihr mir unter dem Video per Kommentar einfach mal eure Einschätzung, eure Erlebnisse mitteilt. Denn ich höre leider in letzter Zeit immer öfter, dass Menschen unzufrieden sind über den Service, über die Behandlung bei Tesla, aber nach wie vor natürlich sehr zufrieden mit dem Auto sind. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal unterstützt, indem ihr einfach
das Video teilt, ihm einen Daumen hoch gibt. Wenn ihr noch nicht mein Abonnent seid, werdet das, geht ganz einfach auf das E-Auto im Point of Interest klicken, was hier oben eingeblendet wird. Und wenn ihr einen Tesla über meinen Supercharger-Link kauft, mein Empfehlungslink, dann kriegt ihr 1500 Kilometer kostenloses Superchargen. Da gibt es es noch. Wie gesagt, ans Auto offensichtlich nicht mehr. Ich freue mich drauf, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, euer Dirk Henningsen.